So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge. Pokémon Go. Ich gehe gerade mit der Limette nicht spazieren. Wir suchen uns gerade hier einen Einkaufswagen, denn heute ist wieder Raid Boss Wechsel. Welcher Raid Boss, das sehen wir gleich, denn entweder kann Regirock dann drin sein oder eben Mega Garados, weil es jetzt aber gerade mal kurz nach 7 ist. Und der Raid Boss erst um 10 Uhr wechselt. Haben wir noch ein paar Wege zu erledigen, damit er hier noch ein bisschen Stimmung reinkommt. Und dann gucken wir mal, was zuerst aufgeht. Mega Garados, Regirock, das kommt auf jeden Fall heute in dem Video. Community Raid mit euch zusammen. Jetzt müssen wir die Limette noch ausquetschen in den Wagen rein. Und dann ziehen wir los. Hier sind wieder keine Fühler dran. Hier sind keine Fühler dran. Zu viele Münzen, machen wir was damit. Oh dear. Kennt ihr das? Habt ihr auch so einen komischen Münzautomat, wo ihr euer ganzes Kleingeld reinschmeißt und das dann für euch zählt und euch Bargeld auszahlt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. €118. Das ist dieser komische Pound, den ich nenne. Warum auch immer. Weil der richtig genial ist. Und der hat hier irgendwie, der ist ja auch nicht rund, der hat irgendwie Ecken und Kanten. Ja. So, nach Rewe, Geld abheben, gehst du natürlich hier Aldi. Cola holen! Guck mal, Cola! Das mache ich jetzt extra nur für den Thomas. Denn jetzt kommt, pass auf. So, und dann rennst du zum Netto und was holst du im Netto? Natürlich Cola! Guck mal, Thomas, Cola! Hä? Wieso holen die dir die nicht an einem Ort? Ja, das sage ich dir, wenn wir jetzt beim Kaufland waren. So, Kaufland hat den besten Wagen, weil der hat hier immer zwei so Hörnchen, die man schön greifen kann. Da freut sich Kind und Vater. Das weiß ich auch, wofür die sind. Der Vater macht immer Brumm, Brumm. Das Kind macht immer Summ, Summ. Und dann freuen sich alle. So, und dann musst du ja zum Kaufland, wie gesagt, weil du auf der Suche nach dem neuen Alge-Getränk bist. Und wir haben es auch gefunden. Das ist ja das normale Alge mit Limette. Jetzt gibt es auch Alge Limette Zero. Sieht aus wie Jonas, guckt euch das an. Ob das schmeckt, weiß ich nicht, aber es gibt jetzt auch Alge Holundergeschmack. Das, obwohl ich krank bin, möchte ich heute direkt testen. Ich muss jetzt schnell heim ins Kühl stellen und dann heute Abend als Premiere Alge Chuck hochladen. Dann, was ich noch gesehen habe, gleich mitgenommen habe, ein dickes, fettes, rotes Faxe Red Eric. Gestern haben wir nämlich das Blaue gefunden. Dann haben wir hier eigentlich noch das normale, weiße, originale Faxe. Der Fahrer hat das schwarze Faxe besorgt. Das heißt, wir haben jetzt alle vier Faxe-Sorten für den großen Faxe-Test mit Hannes und Fahrer. Und ganz besonderes Schmankerl. Ich war überall unterwegs auf der Suche nach dem Astra Rotlicht. Wegen Steve O. Der hat ja gesagt, er wünscht sich mal, dass ich mal das Astra Rotlicht am Montag im Stream trinke. Überall geguckt, jeden Getränkemarkt abgeklappert. Rotlicht haben sie nicht, kriegen sie nicht, gibt's gar nicht mehr. Und jetzt im Kaufland siehst du neben Fax Rotlicht, hast du gleich ein Sixpack mitgenommen. Jetzt aber auf zum Raid, denn der geht bestimmt auch gleich auf. Ist ja schon wieder 10 Stunden später. Ist ein normaler Tag im Leben eines Ramse. Limette! Limette! So, völlig unerwartet, der Raid verschiebt sich. Ich denke, wir sind fertig. Nee, Pupsi muss natürlich auch noch mal in Lidl. Weil Lidl lohnt sich, ne? Aber für sie nicht. Sie wollten nämlich Spargelpizza, aber die gab es nicht mehr. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach nur kurz kleine Erfrischung hier. Eine Freeway, ne? Das ist richtig billige Zeug ohne Zucker, was nicht schmeckt, aber nicht viel kostet, weil das geht immer. Jetzt aber auf zum Raid. Thomas! Jonas, warum hast du denn die Mütze schon wieder ab? Ab! Ab ins Tierheim, guck! So, wir haben jetzt den Raid gefunden, aber es ist kein Regirock. Es ist ein Mega Garados. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Da in der Hecke habe ich einen Kronkorken gefunden. Das gehört aber nicht zum Raid, den muss ich wieder hinlegen. Wir tun ihn wieder in die Hecke rein.
Ich verlasse die Dinge immer so, wie ich sie vorgefunden habe. So, Sandra ist am Start, die rennt dort rum, die ist schon wieder aggro. Wir gehen jetzt mal hier auf die Arena drauf. Hier schreibe ich mal Go. Hier gehe ich zurück ins Spiel. Hier gehe ich jetzt auch drauf. Jetzt werfe ich den Pass ein in das Mega Garados. Denn das ist das, was zuerst aufging und eigentlich wäre mir Regirock lieber gewesen. Ich möchte immer erstmal den Fünfer abfrühstücken, bevor ich zum Mega Raid gehe. Aber ich werde wahrscheinlich eh mehr Garados Raids machen als Regirock Raids. Deswegen ist das gut. Ich habe jetzt hier 4 Leute, die ich einlade. Du kannst auch einladen, wenn du möchtest. Hier gucke ich mal, wer noch online ist. Hier Matze Nordland oder seit gestern bekannt unter Katze Nordland. Der wird auch eingeladen. Dann haben wir hier noch hier Basti One, Bestzeit, Borki, Cumulus und Hannover Liebt. 88. Schreib mal hier rüber. Gehen wir mal hier raus. Gucken wir kurz in den Community Tab. Da poste ich ja immer auch die Konda-Übersicht. Wenn ich jetzt hier auf meinen Kanal gehe, dann mal rüberwisch auf den Community Tab. Habe ich als erstes also hier eine Konda-Liste für Mega Garados gepostet. Das Ding ist ja dann Drache und Unlicht. Hä? Seit wann? Vorher ist das Flug. Es ist dann einfach nur noch Drache und Unlicht. Ne, Wasser und Unlicht. Ich check die Grafik gar nicht. Ey, das sind die Grafiken, die ich sonst immer nehme und poste. Die sehen für mich schön und übersichtlich aus. Das ist für mich kompletter Augenkrebs. So viel Schrift, so viel Bunt, so viel Durcheinander. Guckt euch einfach jetzt die WP an. 1937 und 2422 sind die 100er Werte. Es ist schwach gegen Pflanze, Elektro, Kampf, Fee und Gift. Ja, deswegen schlägt es wahrscheinlich bei mir Pflanzen und Kampf vor. Ich habe gar keine Pflanze hier drin, sehe ich gerade. Kampf, 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 noch mehr Kampf und dazwischen einmal Fee. Das passt. Dann habe ich es auf jeden Fall in der Raid-Gruppe wieder den Raid gepostet. Aber weil ich jetzt mit der Grafik so viel Zeit verdüdelt habe, kann ich euch das nicht noch zeigen. Das seht ihr bestimmt noch beim Regirock-Video. Ich würde auch gucken, dass ich heute am Donnerstag gleich Regirock auch noch mache mit dem zweiten Pass. Das dann aber als Video für Freitag hochlade. Und ja, sieht doch gut aus. Wen hast du alles eingeladen? Kennt man da wen? Immensiens, der ist EVA dabei. Thanksgiving ist EVA dabei. So, also, ach, du weißt gar nicht, wen du eingeladen hast. Dann passt das. Hammer sind schon wieder schön wuschig und verwirrt. Und dann passt das. Liebe! Nee, also Mega Garados ist auf jeden Fall cool. Das ist erreicht mächtig viele WP. Das ist stark, das ist nützlich. Das ist vom Typ Wasser und Unlicht, ja. Und deswegen nimmt man halt auch Elektro und Pflanzen oder gegen Unlicht halt dann Kampf. Deswegen sage ich immer, baut euch eine Machomai-Armee auf. Meine sollte aus Kryptos bestehen, habe ich mittlerweile auch geschafft. Jetzt habe ich eine Krypto-Machomai-Armee. Keine 100er mehr. Kryptos, egal welche IV, das ist Habanero eigentlich sein Ziel. Der möchte auch die Mega-Pokémon irgendwann mal alle in 100% haben. Aber aus Kryptos heraus erlöst in 100%, weil das ja dann auch wieder random ist. Nicht mit einer Map oder sonst was einfach gezielt 100er suchen, sondern durch Zufall bei einem Rüpel ein Krypto bekommen, was du erlöst, dass du dann einen 100er hast, damit das alles random ist. Deswegen auch random Kryptos als Team. Hier Ungehorsam for All war auch drin. Du erhältst 0 Mega-Energie, weil du schon 9999 hast. Wie kommt das denn? Weiß ich nicht. Hier habe ich 1860. Was hast du? Hier habe ich 1878. Der ist auf jeden Fall schon mal besser. Und das Gute ist, jetzt ist das ja eigentlich eine kleine Wurst. Da können wir bestimmt jetzt einfach so draufhauen. 75. Na, da ist das erste Mal im Leben, dass ich den Besten habe. Nur noch jetzt fangen muss. Wir werden vielleicht dann auch gleich eins entwickeln. Ich habe mir damals auch ein paar auf Level 40 rüber getauscht. Also wenn der jetzt drin bleibt, ist wieder so eine Gurke, die am Rand rumklebt. Macht das nicht. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr geduldig seid, dann werft halt immer, wenn es in der Mitte ist, wenn es am Rand ist, ist egal. Ich habe immer keine Zeit, ich muss immer schnell, schnell, schnell machen hier die ganze Zeit. Deswegen werfe ich einfach drauf, so wie das Ding dasteht. Was hat das jetzt? 2 Sterne ist schlecht, das heißt, den haue ich gleich fort. Möchte aber fürs Video einentwickeln, deswegen gebe ich jetzt mal hier Garados ein. Habe hier so eine 6er Armee und die sind alle lucky. Die sind alle getauscht. Wir müssen jetzt nur mal gucken, was das Beste von denen ist. Bewährt mal von hier aus. Oh, ein 890er, ein 690er, weniger, 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 weniger. Das heißt, das 890er
mit 15 Angriff. Das würde ich jetzt nehmen und das würde ich mega entwickeln. Aber vorher würde ich es gerne noch ein bisschen pushen. So. Mehr kann ich es jetzt nicht pushen. Und mega entwickeln kann ich es auch nicht, sehe ich gerade. Weil ich 300 Mega-Energie brauche, aber ich habe nur 225. Das heißt, das muss ich mir aufheben, aber ich werde auf jeden Fall diesen Hubi-Michi pushen. Auch 50 mal machen, das reicht mir dann als Glücks-Pokémon, weil Glücks-Pokémon sind auch random und mit sowas möchte ich arbeiten. So, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon ein Mega-Garados? Bestimmt. Ich werde auch Shiny dann entwickeln, aber ich glaube, ich habe gar keinen Shiny. Nö, habe ich ja nicht. Habt ihr gesehen, ich habe gar keinen Shiny. Vielleicht kriege ich ja eins durch die Raids, wenn ich jetzt vermehrt Mega-Garados-Raid. Ansonsten war es eine kleine Einkaufstour, ein kleines Trigger-Video für Thomas. Jetzt schnell noch hier da, vielleicht zum Imbiss, noch schnell mal Mittag gegessen, kurz dann wieder abheim. Umzug planen, alles Gericht planen, hin und her, also immer was zu tun. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ja, wir sehen uns dann beim Regirock oder beim... Keine Ahnung, wie wir es machen. Eigentlich müsste ich noch jetzt einen zweiten machen, dass ich dann im Regirock-Video den anderen habe, aber irgendwie funktioniert wieder mal nix. Nix. Wissen, der schläft oder was? Doch, guck, der schläft. Schläft. Wisst ihr mal, ist eingeschlafen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.